So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, und auf das Video heute habe ich mich sehr, sehr gefreut seit gestern Abend. Die Leute, die hier immer fleißig aufpassen, die wissen, dass ich vom gestrigen Video sozusagen Tesla Stufe 13 0 von 3 hatte. Und wir haben natürlich gerade das Tesla-Event und ich habe mir gedacht, wir ziehen durch, gucken, was wir kriegen. Ich habe denn mal gerechnet von den Spiegeltokens her, wenn ich hier alles durchziehe. Wenn ich im Shop hier unten die beiden 1-Euro-Pakete mitnehme, dann würde mir tatsächlich noch ein bisschen fehlen, um zwei zu holen. Ja, denn ich hatte 1400 oder so. Jetzt haben wir 2,6. Das heißt tatsächlich, ich musste einmal in dieses Pack hier reingehen. Ja, RIP an das Geld. Mit einer 30% Chance. Das heißt, mein Plan war hier die Spiegeltokens rauszuziehen, dann zwei Tesla unten abzuholen. Ja, zwei abzuholen. Und dann eventuell hier ganz oben reinzulacken, eventuell mit dieser Truhe, die hier eine Chance von, weiß ich gar nicht, 2%, glaube ich, hat. Ja, das war mein Plan. Aber was soll ich euch sagen? Es war ein bisschen abgekürzt, die ganze Geschichte. Denn die 30% Chance in der Kiste hat gestern ausgelöst. Das heißt, ich habe einen Dämonologen bekommen, eine Klingentänzerin, einen Tesla, eins von drei, die Spiegeltokens, die mir gefehlt haben, und noch ein paar Ritterpacks. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch, wenn ich richtig gerechnet habe, nur noch hier die 5000 voll machen. Das ist der Plan fürs jetzige Video. Wir haben auch noch 10 Rittertickets. Die 5000 voll machen. Und ja, dann passiert es hier heute tatsächlich. Ihr seht es wahrscheinlich im Titel schon. So, wir gucken mal kurz. Okay, Kerzen, ja. Kerzen, das heißt, wir kopieren immer fleißig die Priesterin. Eieieiei. Und jetzt aber auch schnell hier. Bin heiß. Ich bin heiß drauf. Das bedeutet nämlich, dass wir gleich tatsächlich den Tesla auf Stufe 14 machen werden. Und mit Buch auf 15. Das heißt, wir haben gleich endlich den Max-Level Tesla hier am Start. Es fehlen jetzt hier noch knapp 600 Punkte. Wir könnten auch theoretisch hier schnell abbrechen. Bam, bam. Aber zumindest ein Match hier. Zocken wir mal, das ist ja hier eigentlich immer ein Deck, wo ich mit ganz gut klarkomme, wo der Gegner meistens auf Beschwörer-Merges geht, so wie jetzt auch wieder. Aber ja, the way to win ist hier auf die Priesterin zu gehen. Haben wir schon sehr, sehr oft bewiesen live im Video. So gewinnt man die Matches, wenn man hier auf die Priesterin geht und die Kerzen hochsteckt. Das ist, wie man dieses Deck auf jeden Fall spielen sollte im Spiegelkampf. Noch die Mana-Power-Ups hier reinhauen. Ich glaube, er hat sogar im Moment ein bisschen mehr Kerzen wie wir. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen mehr Luft hier zu merchen gleich, ne? Wen mache ich mal noch hier? Wie viel haben wir denn? Ah, 10 haben wir. 10 Stück haben wir. Ist okay. Oh, er hat eine höhere Trixie auf jeden Fall wie wir. Interessant. Zack, wir machen noch das letzte Mana-Power-Up. Dann gehen wir komplett hier auf die Kerzen. Wie sieht es bei ihm aus? Okay, er hat noch gar keine Power-Ups für die Priesterin gemacht. Die behalten wir mal kurz. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ein Merge machen wir mal. Schwörer können wir zusammenziehen. 22 Kerzen hat er. 19 haben wir, wir sind gar nicht so weit hinter ihm. That's good. Noch 21 jetzt schon. Ah, schade, Beschwörer rausgekommen. Hätte auch liebend gern eine Priesterin auf 4 sein können. 25 Kerzileins. Oh, hier unten haben wir jetzt eine Vierer-Priesterin, das ist auch gut. Sehr, sehr gut. Wir behalten das Board ein bisschen voll. Macht ja keinen Sinn, jetzt alles wegzumergen. Er hat da ein paar sehr hohe Priesterinnen am Start, aber ich weiß nicht, vielleicht macht es die Masse nachher. Natürlich müssen wir mal gucken, denn er hat eine sehr, sehr viel bessere Trixie als wir. Das kann natürlich am Ende des Tages auch noch einen Unterschied machen. Aber mal schauen. So, wir müssen jetzt mal hier mergen, sonst ist nichts mehr da.
Sieht knapp aus tatsächlich heute. Schade, hier eine 5 war raus, ne? Das wäre Bombe gewesen. 42 Kerzen. Krass. Er hält richtig gut gegen. Sieht so aus, als ob wir hier wahrscheinlich sogar verlieren werden. Crazy. Ah, hier die, ne? Hier ein Lucky Merch, aber ich trau's mich nicht. Wir haben 51 Kerzen. Wie viel hat der Kollege? Ich kann es gar nicht verstehen, wie der so krass gegenhalten kann. Crazy. Okay, wir haben 68. Er hat 41. Wir müssten deutlich mehr Schaden machen als er. Verrückt. Verrückt, verrückt. So, 70. Ist das nicht das Maximum? Ne, 80 gehen. So lange haben wir übrigens mit dem Deck noch gar nicht gespielt, sonst waren die Matches immer sehr viel früher zu Ende. Das war gar nicht mal so schlau. Vielleicht noch eine Dry 8, damit wir hier die beiden Beschwörer dann merchen können. Jetzt sieht es sogar so aus, als ob wir doch mehr Schaden machen. Okay, wir machen so. Okay, zack. Oh, jetzt hier, guck mal, zack. Das war nicht schlecht. So, kommen wir hier. Nochmal. Wir haben 80. So, wir haben 80. Wir sind am Maximum. Es kann doch nicht sein, dass es wirklich seine Trixie ist, die hier am Ende den Unterschied macht. Wir haben auch deutlich mehr Priesterinnen auf dem Feld. Also theoretisch, ja. Scheint dann tatsächlich die Trixie zu sein, die hier den Unterschied macht. Was dann auch schon wieder ein bisschen doof ist, ne? Könnte man auch auf selbe Level setzen. 2,2 Millionen. Crazy. Wir schaffen die, aber Mana Power-Up ist weg. Eins oder zwei? Eins ist weg. Gut, ist wieder da. Aber es sieht nicht so gut aus für uns. Hat er denn schon die 80 Kerzen zusammen? Verrückt. So, hier können wir noch eine Dreier draus machen. Aber wir verlieren das Ding. Ich kann es mir echt nicht ganz erklären, aber es ist, wie es ist. Er hat gerade mal 7. Wir haben 3 mehr. Und von der Level her sind wir sogar auch höher, von der Fusionsränge her. Crazy. Ganz, ganz crazy. Ah, hier hätte man hier unten reinpacken können. Das ist auch knapp, ne? Er wird's gewinnen. Okay, wir retten uns beide noch in den Boss rein. So, wen schießt er jetzt komplett runter? Er wird wahrscheinlich sogar 2 Einheiten komplett wegschießen. Ja, natürlich eine 4er. Eieiei. Ja, das war's leider. Das war's. Er schießt uns noch eine Einheit weg. Okay, die war jetzt nicht so schlimm. Oh, er läuft sogar durch mit 70k. Da kann man schon mal ein bisschen sauer sein hier. Können wir mal machen hier. Vielleicht den Slow mit der Trixie nochmal, aber er hat ihn auch noch übrig von dem her. Da wird nichts mehr drin sein, leider. Ja, das war's. Gutes Spiel. Guter Pay-to-Win-Sieg hier für ihn tatsächlich. Ja, 18er Trixie. Heftig. 1,8 Millionen Schaden hat die gemacht. Ja. 2,5-fache von unserem. Ansonsten genau gleich. Also es war tatsächlich die Trixie, die hier den Unterschied gemacht hat. Ja, das sollte eigentlich nicht sein in so einem Event, meiner Meinung nach. Aber
Es ist, wie es ist. Ist auch nicht so wichtig. Wir sind ja fast oben. Wie viel fehlt uns denn noch? Uns fehlen noch 300. So, wir gucken mal, was wir für ein Deck bekommen. Aber eigentlich, wir haben eh die Donner-Tickets. Wir können jetzt hier auch einfach abbrechen, denn ich bin scharf hier drauf. Ne? Ich will jetzt endlich den Tesla auf Stufe 14 und dann direkt 15 haben mit dem Buch. Deswegen machen wir jetzt das, was ich euch nicht empfehlen würde. Aber wenn es mal schnell gehen soll, brauchen jetzt glaube ich gar nicht mehr. Wie viel fehlen noch? 150 würden wir so bekommen. Ja, wir brauchen jetzt die Ritter-Tickets gar nicht mehr rausholen. Die können wir noch behalten. Nehmen wir die gewöhnlichen Tickets noch einmal abbrechen und dann haben wir es hier tatsächlich. Dann haben wir es durchgezockt. Dann ist der Tesla auf 15. Nach Ewigkeiten. Gut, man hätte ein bisschen schneller sein können. Ich habe einige Events nicht sehr aktiv gespielt. Da hätte man schon früher fertig sein können. Gutes Spiel, gönn dir den Sieg. Aber finally, we have him, Kapi. So, hier noch ein paar Stacks. 1000 und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht verrechnet habe. Ne, 3,6. Das reicht ganz genau. Hier gibt es noch ein verzaubertes Schwert. Das nehmen wir mit und jetzt kann man hier noch ein bisschen weiter zocken für diese Bonus-Chests. Vielleicht bekomme ich ja noch einen Tesla, was dann an der Stelle nichts mehr bringen würde. Ja, so. Let's go, Ivy. Und wir gehen rüber. Wir gucken uns das an. Natürlich nicht. Wir müssen erstmal hier reincachen. Ich habe auch gestern schon noch die Zauberkristalle vorbereitet. Da brauchen wir jetzt auch 9 Stück von. Ich hatte schon einige Kommentare, dass man da jetzt mehr braucht als zuvor. Ich habe es gar nicht so im Auge, ob das wirklich so ist. Ist natürlich ein bisschen mies, wenn es so sein sollte. Aber ich bin lost, Chat. Ich bin so lost. Wir machen einen kleinen Cut an der Stelle und sehen uns so in wahrscheinlich einer Stunde wieder. Ich habe kein Gold. So, da sind wir wieder. Vielen, vielen lieben Dank an den guten Skizio. Jetzt ist es schon dunkel draußen inzwischen. Also, ja. Ihr wisst ja, ihr könnt euch ausrechnen, wie lange das dauert. Wir haben gerade schnell 3 Runden auf Ebene 13 durchgezogen. Das heißt, wir haben jetzt genug Gold. War auch wieder, ja, so eine typische Taker-Aktion hier, nicht genug Gold am Start zu haben. Jetzt haben wir das Gold und jetzt können wir hier endlich reingehen in den guten Tesla. Ihn auf Stufe 14 hauen. Let's go. Da ist er. 118 mehr, 150 pro Ladung, 15 Crit natürlich auch. Und jetzt hier meine erste Legendary auf 15 tatsächlich. Buch der Geheimnisse und Abfahrt. Let's go. Maximales Level erreicht. Schaden 141, 180 pro Ladung mehr und nochmal 0,1 Moral mehr. Absolut nice. Das kommt direkt im Thumbnail rein hier, der Max Tesla. Da bin ich sehr, sehr, ja, stolz drauf, auch wenn er natürlich ein paar Mark gekostet hat. Aber ich sag mal so, viele haben da jetzt auch schon, ja, gefühlt mehr Geld in den Mönch, den ich auch schon auf Stufe 12 gesehen habe, reingesteckt, wie ich insgesamt in den Tesla. Aber so soll es sein. So, uns fehlen natürlich noch 50.000 Gold für Megawatt. Ja, das ist nochmal ein kleines Extra. Aber auch erstmal ganz nice, dass wir den jetzt auf 15 haben. Das maximale Talent wird auch noch im Laufe der Tage dazukommen. Und da bin ich erstmal ganz stolz drauf. Das soll jetzt tatsächlich auch für heute gewesen sein jetzt. Und ja, lasst mir gerne in die Kommentare wissen, ob ihr schon eine Einheit auf Max habt. Auf Level 15 ist tatsächlich, wie gesagt, ihr seht es hier, meine erste Legendary auf 15. Und ja, bin ich eigentlich sehr stolz drauf, da ich nicht so krass viel reinbutter, muss man sagen. Als nächstes könnten wir hier die Klingentänzerin in Angriff nehmen. Dafür bräuchten wir jetzt wieder ohne Ende Kristalle. Die können wir nach der Zeit zusammensparen. Mit dem nächsten Buch könnte man die dann auf 14 machen. Die soll ja, ja, mittelfristig auch Talente bekommen. Das wäre so mein nächstes Projekt. Ansonsten muss man mal schauen. Inquisitor habe ich gestern noch bekommen. Den könnte auch demnächst auf 13 gehen. Ja, mal schauen. Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder wann ihr auch immer das Video schaut. Bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao.